Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute drei Überraschungseier mitgebracht. Ja, wir haben ein My Little Pony Überraschungsei und zwei Kinderüberraschungseier für Mädchen. Also sorry Jungs, das ist eher eine Folge für die Mädels unter euch. Aber vielleicht interessiert euch ja trotzdem, was hier drinne ist. Und wir öffnen jetzt schon das erste Überraschungsei, nur für Mädchen. Und ich bin schon gespannt, was wir haben. Okay, öffnen wir das erste Ei und was haben wir hier? Ich kann es noch nicht richtig erkennen, ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir müssen das natürlich erstmal hier rausholen. Sieht aus wie ein kleiner Hase. Ja, definitiv ein kleiner Hase. Und wenn man den Hasen umdreht, dann sieht das sozusagen spiegelverkehrt aus. Okay, ich glaube, den müssen wir einfach mal zusammenstecken und uns das Ganze etwas genauer anschauen. Dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen klarer. Ja, hier kommen jetzt sozusagen die Ohren drauf. Genau, das ist unser kleiner Bunny, unser kleiner Hase. Ziemlich süß, gefällt mir richtig gut. Und trotzdem, wir gehen jetzt mal weiter zu dem nächsten Überraschungsei, denn wir haben hier das My Little Pony Überraschungsei. Ja, ihr wisst ja, dass ich insgeheim Fan von My Little Pony bin und hoffe ja immer, dass wir so kleine Figuren haben von Rainbow Dash, Rarity, Applejack, Twilight Sparkle, wen auch immer. Aber ich glaube, in diesen Überraschungseiern sind keine Figuren. Nein, hier sind manchmal so nette kleine Spielzeuge drin. Die finde ich aber auch richtig super cool. Oh Gott, jetzt fällt mir das hier aus der Hand. Ja, ist aber auch gar nicht so schlimm. Jetzt machen wir das mal auf und... Okay, wir haben natürlich einen Aufkleber mit My Little Pony Figuren drauf. Dann haben wir hier... Ja, was ist das hier? Hier kann man sehen, was man alles so in diesen Eiern so findet. Man kann hier so vom Anstecker über Haarspangen, Haarbürsten, Ketten, richtig viele tolle Sachen finden. Und, ja, Süßigkeiten, kleine Bonbons in Herzchenform, total süß, wie ich das finde, haben die gut gemacht. Und natürlich, ja, unser kleines Spielzeug. Ich nehme erstmal meine kleine Schere hier und schneide das mal auf und dann gucken wir uns das mal genauer an. Okay, sieht aus wie ein, wie ein kleiner Schlüssel. Sehr eigenartig, ein Schlüssel, wo so ein kleines herzförmiges, was ist das, ein Diamant dran hängt, ein Schmuckstück. Ich frage mich, wo der Schlüssel wohl passen wird. Aber vielleicht kann man sich das Ganze auch einfach nur auf den Stift, auf einem Bleistift hinten draufstecken. Ja, stimmt, das ist kein Schlüssel, sondern das ist so ein Endstück für einen Bleistift zum Beispiel. Ja, ist super witzig, wie ich finde. Ist jetzt aber auch egal, denn wir machen jetzt weiter das nächste Überraschungsei nur für Mädchen auf. Und die Spannung steigt. Was wird hier wohl drinne sein? Okay, die leckere Schokolade. Wie immer erstmal zur Seite. Naja, wenn ihr wüsstet, was ich schon für einen riesigen Berg an Schokolade hier neben mir habe, ich komme gar nicht mehr hinterher, das alles zu essen. Und? Hey, was ist das denn? Sieht aus wie ein weiterer kleiner Hase. Ja, wir werfen am besten erstmal einen Blick hier in diese kleine Anleitung. Ja, wir haben schon wieder so eine Figur, die man hin und her drehen kann. Okay. Ja, wir probieren einfach mal das Ganze zusammenzustecken und schauen uns mal an, wie das Ganze dann aussieht. Okay, wir haben hier zwei orangene Teile. Ich weiß gar nicht genau. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück, ob das hier irgendwie zusammenhält. Ihr wisst ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, die Teile richtig zusammenzubekommen. Ich stelle mich da manchmal etwas ungeschickt an. Andererseits sind die Teile auch manchmal nicht so gut verarbeitet. Und...
Ja, jetzt muss ja diese eine Seite von den Hasen noch irgendwie dran gedrückt werden. Sollten wir aber hinbekommen. Ich bin da relativ optimistisch. Ja, funktioniert. Und die andere Seite auch noch. Ja, cool. Fertig ist er. Schaut euch das mal an. Also, was ist euer Lieblingsüberraschungsei heute gewesen? Schreibt es mir in die Kommentare. Was war euer Lieblingsspielzeug? Ich glaube, ich mag das My Little Pony Überraschungsei am meisten, aber nur, weil ich Pony-Fan bin. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir packen dann das nächste Mal wieder gemeinsam Überraschungseier aus.